Dokumentarfilmer begleitet 1990 ein Ehepaar bei seinem Start in die Selbstständigkeit. Die Schützes, Karin und Jürgen. Bislang sind sie Angestellte der staatlichen Handelsorganisation HO. Künftig wollen sie in Eigenregie frisches Obst aus dem Westen verkaufen. Meine Vorstellungen sind folgendermaßen: das Warenangebot total auf freie Marktwirtschaft umstellen. Und dass solche Sachen wie diese Angebote von solchen Waren nicht mehr vorkommt, was kein Kunde in einer freien Marktwirtschaft kaufen kann. Wir müssen kundenfreundlicher bedienen, so, weil wir von unserem eigenen Geld dann leben müssen. Da ging das halt los, da war, wo machen wir es? Irgendwie in einen Laden mieten oder was? Das war schon mal nicht drin, sondern wir müssen das hier machen. Wir hatten die große Garage. In ihrem Hausflur bauen die Schützes einen provisorischen Verkaufsstand auf. Das frische Obst soll ein Händler aus Oberfranken liefern, jeden dritten Tag. Das Lagerhaus ist die eigene Garage. Ein Anfang scheint gemacht. Ehepaar Schütze eröffnet sein Geschäft. Frisches Obst für alle, aber nur gegen harte D-Mark. Doch zuvor hatten wir ein Schild an der Haustür gestellt, Bezahlung aber hier gegen D-Mark. Wir haben aber nicht gewusst, ob es kommt jemand, kommt niemand oder wie überhaupt jetzt die Leute darauf reagieren. Und vorneweg sagte meine Mutti: hast du schon mal rausgeguckt? Ich sagte: nee, warum? Also dann kommen wir her und gucken mal raus. Und da standen wirklich die Leute, den Fußweg von der Haustür, den Fußweg bis runter, standen Leute an und haben nur gewartet, dass wir aufmachen. Und ich hatte wirklich so viel zu tun, ich habe nicht gewusst, was ich zuerst machen sollte. Und die Leute haben sich gefreut. Und endlich mal jemand, der sich das traut. Die Leute waren wirklich richtig gehend verrückt auf das Zeug. Das war ja Ware, wo sie im Endeffekt sonst nie rangekommen sind, was es bei uns nicht gab. Die Schützes überlassen nichts dem Zufall. Sie wollen ihren Kunden etwas bieten, fahren selbst bis nach München. Studieren auf einem Großmarkt die Preise, informieren sich über Lieferbedingungen und exotische Früchte. Ich habe Sachen als von Obst und Gemüse, die hatte ich vorneweg nie gesehen. Ich habe nicht mehr einen Namen gewusst, was es war. Und dass es um die Zeit überhaupt, wo man sagen, nicht nur Pfirsiche oder Nektarinen oder alles gibt, wo mir angefangen hat, das habe ich vorneweg nicht glauben können. Was sind denn das hier? Was sind denn das für Früchte? Da ist ein Kern innen drin. Schneiden wir in der Mitte durch, den Kern raus. Schauen Sie mal her. Und dann nehmen Sie einen Löffel. Bitte? Gleich roh essen. Oder muss man das? Nein, das können so heiß, aber Mousse macht man normal von. Auch in Zschopau sind die Schützes sehr zufrieden. Das Wagnis Obst gegen Westwährung funktioniert. Doch bald werden die gesparten D-Mark knapp. Also heißt es, flexibel sein. Nach einer gewissen Zeit hat man es dann auch gemerkt, die Leute hatten kein Westgeld mehr. Also mussten wir uns wieder was einfallen lassen, dass wir auch gegen DDR-Geld das kaufen konnten. Und das mussten wir dann ja auch wieder mit den Händlern abstimmen. Und dass der einverstanden ist, dass man das gegen DDR-Geld kaufen kann. Ich meine, es war dann dadurch teurer, das ist klar, dass die Ware, aber es war dann halt möglich und es war eigentlich das einzige Richtige, was wir machen konnten.